Und der Typ, der geht. Ich speichere auch gleich nochmal das Spiel ab. Die Windpocken aus dem Arsch gepult. Na, lecker. Okay. Angel. Was haben wir denn da? Ah, was haben wir mit einer Angel? Eine Angelrute, naja. Wofür wir die auch immer brauchen können. Genau, das Spiel mal abspeichern. Machen wir auf den zweiten. Mit dem zweiten sieht man besser. Nein, nicht wirklich. So. Ups. Komm, runter da, junger Mann. Aber süß, dass wir hier so ein Eichhörnchen spielen. Oder was immer das auch sein soll. So, Kleiner, dann geh mal wieder hoch. Komm. Und dann gehst du mal wieder unter Deck. Da ist, glaube ich, dieser Typ auch hingegangen. Ich bin mal gespannt. Aber wofür können wir dann die Angel gebrauchen? Warum soll ich schon wieder zum Korridor gehen? Ah. Rrrdor, rrrdor. Aber wir können auch nichts machen hier. Nee. Also fehlt uns noch irgendwas, aber was? Was haben wir denn hier? Vielleicht müssen wir ja nochmal was anderes aus der Tasche rausholen. Nee. Und dahin kommen wir auch nicht noch. Oder brauchen wir die Angelrute, um zum Pier zu gelangen? Die Eier können wir ja auch mitnehmen. Oder mit dem Holzgitter. Gucken wir mal. Drücke zweimal schnell hoch oder runter, um den Haken zu bewegen. Ergattere den Schlüssel und ziehe ihn hoch zu Max. Aha. Ups. Ah. Ich mach das gerade richtig gut, liebe Leute. Nein! Aber wie kriege ich denn diesen Schlüssel hier dran? Thank you.
Wie kriege ich denn den Schlüssel dran? Hm. Wir haben jetzt unseren Schlüssel. Ja, hast du schön gemacht, kleiner Knirps. Das speichern wir nochmal ab hier. Tut mir leid, dass ich so viel abspeichere. Aber das ist irgendwie noch von Jack Keane so hängen geblieben. Weil das Spiel immer so oft abgestürzt ist. Und ich habe hier halt auch irgendwie Angst, dass das passiert. Ja gut, dann gehen wir mal runter. Und befreien die, das kleine Blondchen hier. Du hast es geschafft, Max. Guter Junge. So, dann haben wir jetzt also einen Schlüssel. Für ein bisschen Spaß bin ich ja immer zu haben, aber jetzt wird es langsam Zeit, dass ich hier rauskomme. Ich muss meine Ja. Oh, mein Kopf. Oh. Hoffentlich fängt jemand den Gaul ein, der mich getreten hat. Hallo, ich bin Sunny. Bist du in Ordnung? Erfreut, die beiden Damen kennenzulernen. Ich bin Nacho. Seid ihr Engel? Warum bist du hier in dieser Zelle eingesperrt? Ich habe ein paar unfreundliche Sachen über den Bürgermeister gesagt. Das müssen dann aber sehr unfreundliche Sachen gewesen sein, dass du dafür eingesperrt worden bist. Ich habe ihn bloß ein Weichling genannt, aber der Captain hat daran leider ziemlich Anstoß genommen. 3 Monate hier drin sind aber schon ein bisschen übertrieben, findet ihr nicht? Darf ich mal vorbei, bitte? Ich habe die Tür ja nicht aufgemacht, um hier drin zu bleiben, du Dummerchen. Wow. Ihr seid wirklich ein Engel, der gekommen ist, um mich zu retten. Dafür schulde ich euch was. Falls ich euch je einen Gefallen tun kann, dann lasst es mich wissen. Autsch, das hat wehgetan. Wie geil. Na. Diese Kanonen sind total verdreckt. Die Hygienestandards in diesem Resort sind ein echter Skandal. Gucken wir mal, ob wir Kanonenkugeln mitnehmen können. Wow, ich dachte, die sind aus Styropor. Okay. Es ist dreckig, aber ich mache es bestimmt nicht sauber. Gucken, ob wir sonst irgendwas mitnehmen können. Ah, unsere Tasche. Hätte ich schon fast vergessen. Hoffentlich haben sie meine Handtasche nicht durchsucht. Die Finger in das Allerheiligste einer Frau zu stecken, sollte mit der Todesstrafe belegt werden. Okay, dann gehen wir mal zum Korridor. Ein Holzfass, nicht besonders spektakulär. Können wir so ein Schwert nehmen? Auf keinen Fall, da könnte ich mir eine Tetanusvergiftung einfangen. Machen wir mal die Tür auf. Geschlossen. Und hier. Oh nein,
Das ist eine Melodie, die ich eingestellt habe, um mich an den Sommerschlussverkauf zu erinnern. Dann fängt er wohl heute an. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich muss unbedingt ein funktionierendes Telefon finden. So, so. Das kleine Blondchen ist also aus der Zelle entkommen. Entweder du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst, oder du hast einfach nur Glück gehabt. Wie überheblich. Aber dieses eine Mal überhöre ich das noch. Jetzt reicht es mir aber mit dir. Ich werde nicht bis zum Morgen warten. Wir werden uns jetzt auf der Stelle duellieren. So sehr ich ihr Unterhaltungsprogramm auch zu schätzen weiß, aber ich muss unbedingt ein funktionierendes Telefon finden, um meine Eltern anzurufen. Sie machen sich sicher große Sorgen. Außerdem muss ich auch meine Freundin Kimberly anrufen. Wie soll ich denn sonst auf dieser Provinzinsel etwas über die neuesten Modelinien erfahren? Kimberly weiß nämlich immer, was in den angesagtesten Läden abgeht. Und ich muss auch ganz dringend ins Hotel, um mich umzuziehen. Und dann brauche ich eine Schönheitsbehandlung und eine Maniküre. Oh, halt endlich dein Plappermaul! Du und ich, wir werden uns duellieren, also mach dich bereit! Das hat wehgetan, sie blöde Kuh! Das ist noch gar nichts im Vergleich zu dem, was dir passiert, wenn du nicht tust, was ich dir sage. Okay. Warum nur habe ich das Gefühl, dass hier ist gar kein Unterhaltungsprogramm und ich bin in ernsthaften Schwierigkeiten? Bist du bereit? Ich habe mich noch nie zuvor duelliert. Werde ich sterben? Sterben? Welche Waffen benutzen wir denn? Waffen? Aber das ist doch kein Duell auf Leben und Tod. Für was für Barbaren hältst du uns eigentlich? Aber wie duellieren wir uns denn dann? Das ist ein Duell im Witze erzählen. Wir werden abwechselnd Witze erzählen und meine Männer vergeben für jeden Witz Punkte. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Woher weiß ich denn, dass deine Männer die Punkte auch fair vergeben? Stell unsere Ehre besser nicht in Frage oder wir duellieren uns doch mit Säbeln. Warum sind Blondinenwitze so kurz? Damit sie sich Brünette auch merken können. Was ist eine Blondine mit einem Gehirn? Schwanger. Was ist der Unterschied zwischen einem Geist und einer cleveren Brünetten? Boah. Angeblich sind Geister schon gesehen worden. Warum Gott. Haben Blondinen größere Chancen, einen gefährlichen Unfall zu überstehen? Weil sie keinen Gehirnschaden davontragen können. Warum sind Brünette so stolz auf ihr Haar? Boah. Weil das die einzige Möglichkeit ist, dass Männer ihnen zuhören. Das ist der dämlichste Witz, den ich je gehört habe. Wie versucht eine Blondine, einen Vogel zu töten? Sie schmeißt ihn von einer Klippe. Wie macht sich eine Brünette am schnellsten Freunde? Boah. Indem sie sich die Haare blondiert. Wie nennt man eine Brünette zwischen zwei Blondinen? Dolmetscherin.